Hallo und schön, dass du bei mir reinschaust. Heute möchte ich dir diese herbstliche Deko in einem ganz besonderen Betontopf zeigen, den wir Upcycling machen. Der geht ganz einfach. Man kann ihn dann auch als Kerzenständer, als Vase benutzen. Auch ganz interessant für die Küche, für die Küchenhelfer. Also das sieht toll aus. Man kann ihn immer wieder neu dekorieren, was ich dann auch zeigen werde. Aber heute geht es wirklich nur um das Herbstliche, das du hier siehst. Der Topf kostet vielleicht 15 Cent zu machen und dann kommt noch das Gesteck dazu, was ich dir dann zeigen werde. Und dann hoffe ich sehr, es interessiert dich und dann fangen wir einfach mal an. So, jetzt kommen wir zur Grundmischung von unserem Beton. Ich nehme am liebsten so einen alten Eimer. Da waren Schokoküsse drin, es gibt es auch mit Popcorn und so. Und dann kann man die immer wieder super verwenden. Darin sind jetzt zwei Becher. 500 Gramm habe ich jetzt da jeweils einen Becher, eine Dose. Zwei Dosen Sand. Ich nehme am liebsten Sandkastensand, den Sahara-Sand, den feinen. Erstens mal ist es günstig. Er schmiert nicht so, er ist nicht rötlich, sondern hell. Ich kann ihn gut transportieren, den gibt es im Angebot und der ist ganz günstig. Wie gesagt, sehr praktisch, ist ja schon eingepackt und ich kann ihn so gut transportieren. Ihr könnt aber auch jeden anderen Sand nehmen. Und dazu auch wieder zwei Dosen voll Zement, handelsüblichen Zement, ganz egal welche, ganz einfachen, billigen. Und dazu mache ich jetzt erst einmal eine halbe Dose Wasser. Jeder Sand bindet anders ab und mischt das gut durch. Ich habe jetzt einen alten Löffel. Auch vorher vielleicht nochmal Sand und Zement miteinander mischen. Das hatte ich jetzt schon ein bisschen gemacht. So, jetzt mache ich noch eine halbe, also hätte ich schon eine ganze. Aber ich mache das lieber immer nach und nach. Wie gesagt, jeder Sand bindet anders ab. Nimmt mehr Wasser an oder auch weniger. Wir brauchen für unseren Gießbeton, sagt schon der Name, einen gießfähigen Beton. Kommt schon ganz gut hin. Dann muss er so lange rühren oder kneten, auch mit dem Handschuh, bis kein Klümpchen mehr da sind und bis der wirklich richtig schön gießfähig ist, wie so ein Biskuitteig etwa. Also muss wirklich gut laufen. Und jetzt dann nochmal zur Mischung. Bei mir sind jetzt da zwei Dosen Sand, zwei Dosen Zement, eine Dose Wasser darin. Und das sieht wirklich schon sehr gut aus. Das muss noch ein bisschen durchgerührt werden. Ich nehme einen alten Rührlöffel, einen alten Löffel, den ich immer wieder benutze. Und in diesen Eimer. Wenn es dann angerührt ist, nehme ich gern einen Topf oder einen alten Messbecher mit Zotte. Dann kann ich schön eingießen. So. Stellen wir einen Moment auf die Seite, aber nicht lang, der bindet sehr, sehr schnell ab. Ich nehme als Untergrund immer gern ein Tablett, ein Backblech, eine Holzplatte oder so. Stülp dann einen Müllbeutel drüber hin, dann brauche ich nicht so viel putzen. So, jetzt kommen wir zum Gestalten. Als erstes, ich habe hier immer Pflanzenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl in so einem Gläschen, weil ich das immer wieder benutze. Ich muss dann nicht sauber machen. Das hält sich ewig lang. Dazu noch ein Schwamm aus der Küche, so ein Stückchen. Und damit wird jetzt unsere Grundform, damit der Beton gut rausfällt, dick eingestrichen. So. Als nächstes, weil es ein Schraubglas ist, nur mal als Tipp, hält sich es wirklich ewig. Und den Schwamm werfe ich immer hinein. So, einfach ein Eimerchen oder was ihr nehmen wollt. Dazu dann auf jeden Fall ein Glas, ein Marmeladenglas. Ich habe Sand reingemacht, damit es schwerer wird. Sonst drückt der Beton das Glas wieder hoch. Man kann auch Münzen reintun, Steinchen. Man kann auch Wasser reintun. Muss man nur gucken, ob es nicht hochgetrieben wird. Das als Tipp. So, jetzt wird das Eimerchen etwa zu 70% mit Beton gefüllt, weil es drückt ja noch hoch, das Glas. So, schön nach unten.
wenn es wieder nach hoch geht. Man kann das auch noch mal nachdrücken. Oder man nimmt sich noch mal was Schwereres, weil das muss schon nach unten gehen, wie ein Stein oder so. Und dann kann man auch noch ein bisschen nachdrücken, dass es auf jeden Fall drinne bleibt. Wichtig. Am besten sind eigentlich Münzen. Also was Schwereres habe ich jetzt noch nicht gefunden. Dazu habe ich jetzt ganz viele verschiedene Äste, auch unterschiedlich lang geschnitten. Und die stecke ich jetzt rundherum. Schön wie so ein wilder Garten, wie ein Zaun, wie ein Wald, damit das schön umschlossen ist. Und das mache ich erst mal und dann zeige ich, wie es weitergeht oder wie es aussieht. So, das wäre jetzt erstmal die Grundform mit den Ästen. Achtet darauf, dass das Glas innen nicht von den Ästen bedeckt ist. Und wenn es wirklich ist, kann man die nachher auch noch mal rausschneiden, wenn sie sich bewegt haben beim Trocknen. Gar kein Problem. Und wir arbeiten jetzt sowieso entweder hier mit Vase, als Vase. Dann kann man die Äste auch stehen lassen, die drüber hinreichen, weil dann würde man die Blumen damit stützen können. Und wenn wir es als Kerzenständer benutzen, muss es sowieso eine ganz hohe Stabkerze sein oder am besten gerade bei Kindern eine LED-Kerze, was ja auch gut passt. So, jetzt lassen wir es trocknen, mindestens 2 bis 3 Tage. Und dann gucken wir weiter, wie es gelöst wird. Man kann jetzt, wenn die Äste so noch ein bisschen kippen, noch mal ein Band drumherum machen, damit die mehr stehen. Wie gesagt, wild soll es aussehen. Das soll wirklich natürlich aussehen. Und wer es akkurate haben will, der macht es halt gerade abgeschnitten auf einer Höhe. Und dann wirkt das auch toll. Ich mochte es so durcheinander. So, das Ganze ist jetzt gut getrocknet. Meine Beschwerung für das Glas hole ich raus. Ich habe noch mal einen Stein draufgelegt. Und dann klopfen wir mal kräftig das Gefäß locker. Und dann wird es einfach aus dem Eimerchen gezogen oder was ihr genommen habt. Wenn es klemmt, dann einfach eine Schere genommen und das aufgeschnitten geht genauso. Aber normalerweise rutscht das raus wie nichts. Wie auch bei den Kleinen hier. Das gibt dann wirklich, wenn man die richtige Mischung hat, einen wunderschönen Glanz wie Glas, bald wie Marmor. Und nachdem man wirklich ein bisschen geklopft hat, nicht so fest, aber immer beständig, dann geht es auch raus. So, und dann hat das wirklich ein tolles Gewicht. Zu vielen Deko-Ideen passend. Und durch das Glas kann man es jetzt toll als Vase benutzen oder als Steckgefäß. Wenn man es aber draußen hin machen möchte, dann muss man Kunststoffgefäß nehmen, weil das Glas würde ja bei Frost und Wasser wäre drinne vom Regenwasser oder vom Schnee, würde es ja zerspringen. Und so einfach und toll geht dieses Dekogefäß. Einfach mit Ästen, Upcycling-Behälter in der Mitte, Glas oder Kunststoff. Mein Betonrezept, was wirklich richtig schön ist, muss natürlich jetzt noch mal ein bisschen trocknen, aber man sieht hier schon wieder, es glänzt und glitzert wie Glas. Und das finde ich immer ganz besonders toll und überraschend. So, und dann habe jetzt schon mal angefangen, das Gesteck auszudekorieren. Innen haben wir ja das Glas drin. Und dann muss man sich überlegen, möchte ich es in Natur haben oder in textilen Blumen? Dann kann man den Sand drinnen lassen und da die Gestecke hineinmachen, die einzelnen künstlichen Blumen. Wenn man es frisch haben will, gibt man einfach Wasser rein oder einen Schwamm, der das Wasser aufnimmt. Ich habe jetzt schon mal die Heide reingetan. Dann habe ich aus dem Garten noch ein paar Äste, die stecke ich mit ein. Man kann auch mal einen Waldspaziergang machen, Hagebutten nehmen und einstecken. Ich habe jetzt auch kleine Beeren noch. Alles, was er so am Wegesrand findet, finde ich ganz schön, wenn man das nimmt. So, dann nochmal einen Ast aus dem Garten. Und da das Glas ja sehr groß ist, kann man das prima einstecken. Und zum Schluss finde ich immer ganz schön, wenn man noch ein bisschen Efeu nimmt.
Das kann ruhig aus dem Garten sein, abgeschnittenen. Dann fixiert man den noch ein bisschen mit einem Bast oder so und kann den auch noch einstecken und ein bisschen durch die Äste ziehen. So, und dann einfach wirklich den Efeu genommen und nochmal ein bisschen, der ist ja sehr flexibel, durch unsere Äste, die wir als Deko eingesteckt haben, als Gesteckhilfe überhaupt, als Deko einstecken. Und dann ist es auch schon fertig. Und dann hoffe ich sehr, diese Idee hat dir gefallen. Du konntest gut nacharbeiten, du hattest Spaß bei mir. Mich würde es freuen, wenn du wieder mal reinschaust. Liebe Grüße, bis bald und lass es dir gut gehen. Tschüss!